Nacht stehe ich ungefähr, scheint 82, 83, stehe ich immer an die Europawahl ran. Der Fred hat gesagt, da mein Kollege noch, wir hatten ein gut Fall an den letzten Jahren. Und sind überzeugt, dass wir auch denken, ja, wie du es so Fred, wir kriegen den Sitz. Und ich meine, wir schaffen dafür, wir wollen ihn, und wir erreichen das Ziel auch. Aber wir werden erreichen wir es. Man kann sagen, wenn wir so viele Argumente auf unserer Seite tun, wenn wir einfach richtig leihen. Und wir leihen immer richtig an der Politik, die wir machen. Ich will just heute, wenn wir auf der Mariastritt sind, eine kleine Geschichte erzählen, wenn wir über Europa schwätzen. Ich werde dich danach erzählen. Das hat 1985 angefangen, wo hier auf der Mariastritt, ich weiß nicht, ob das selbe Schiff war, oder das dritte, oder das feiert, oder renoviert, aber auf der Mariastritt, als am Juni 1985 sind Schengen-Akkorden in der Schrift gegeben. Das ist eine fantastische Sache. Freie Reisen an Europa, keine Grenzkontrolle mehr. Und wir wollen da halten. Und das ist eine Gefahr. Das ist eine Gefahr, weil durch die massive Immigration an Europa, die illegale Immigration als ökonomische Gründe an Europa, ganz viel Zirkulation in diesen Mombastaaten besteht, die die meisten nicht mehr wollen. Und Schengen ist eine Gefahr, wenn es etwas wird, mir von Anfang an kritisiert wird. Lass mich das kurz wiederholen. 1985, wo das angefangen hat mit Schengen, da hat noch kein Druck gedurcht, für 2015 gekommen. 2015 hat auch einmal angefangen, dass massiv Leute in Europa kommen sind über das Mittelmeer. Aber wir hatten eine Willkommenkultur hier in Europa, die erinnert sich vielleicht, mit Blumen sind die Leute empfangen gehen. Aber wir hatten damals schon gesagt, dass wir so Leute, die Asyl in Europa brauchen, Leute, die Schutz brauchen, die sind als willkommen. Wir bekennen uns als ADR zu Asyl und zu Schutz. Was wir aber nicht wollen, das ist eine massiv illegale Immigration, die hier nur darauf rauslebt, ob das, was wir haben, der Schengener Gefahr gerät, dass wir Integrationsprobleme haben an einer Sicht in Europa. Das ist auch an der Immigrationspolitik richtig. Los den Asylpakt geholt gehen für kurzem an den Asylpakt von der Europäischen Union, den er schust geholt gehen, weil sie Angst vor in Europa wählen. Das wird du ein paar Bayer aufgemerkt auf, das geht sicher nicht an Wirklichkeit umgesetzt. Wenn ich will, dass legal an Europa angereist wird und dass just die können kommen, die Schutz verdingen und die noch gern kriegen, dann muss ich Parteien wählen, die dazu, was wir wollen und was wir sagen, wir wollen keine illegale Immigration, wir tolerieren sie nicht und wir machen nicht für die Regierung für drin, das Geschäft macht von den Schleusern und wir tolerieren nicht, dass Leute überhaupt dort mit mir kommen, wo sie hier Leben riskieren. Wir gucken, dass Grenzen von Europa geschützt gehen, weil wir auch den Verkehr an Europa selber wollen schützen. Das und noch viel andere Leute. Das Beispiel von der Immigration ist just eins, weil wir sehen in ganz vielen Bereichen, dass du sich viele Lützebäuer Sorgen haben, viele Europäer und andere Länder Sorgen haben über das, was mit der Europäischen Union geschieht, ohne dass hier Sorgen am Europäischen Parlament gegen thematisiert gehen. Wir haben sechs Lützebäuer Europadeputierten, die aus vier verschiedenen Parteien kommen, muss ich mal da lupe gucken, wie irgendwie können feststellen, ob überhaupt ein Unterschied an ihrer Politik besteht. Für wert geht die vier verschiedene Parteien wählen, für genau dieselbe Politik hinzuholen. Wenn etwas ernst will am Europaparlament, wenn auch mal will, dass solche von den Leuten an der Immigration, beim Verbrennermotor, bei anderen Sachen zur Sprache kommen, weil die muss eine Partei wählen, die das auch für vierer möchte und nicht copy-paste von dem, was europäische Politik am Blick aus, nicht folgen dem, was die Europäische Kommission sieht, nicht der Mass nur laufen, mit dem Interesse von der Leute gucken. Der Fried wird wieder gesagt, von mir an der DDR und dem Europaparlament könnt, wir haben einen Programmpunkt, den wir klar vertreten, die Interessen von den Lützebäuer, aber von Lützebäuer vertreten, solche von den Leuten abholen und nicht zu machen, als ginge die nicht gehen. Wir hören. Die vier Parteien, als gut Kollege von CSV, LSRP, DP, Gring, die haben einen Aussatz an der Politik, der genau ob das rauslebt, was wir darüber gesagt haben. Es geht darum, Nationalstaaten
aufzuschaffen. Ihr hört, das hier uns hier, wir wären ein Laboratoire für Europa. Wir sind kein Laboratoire für Europa, wir sind eine souveräne Stadt. Wir sind auch nicht etwas für ein Bundesstaat, so haben nur ein heiß verschüttetes Bremen und die Hafen oder irgendetwas an einem europäischen Melting Pot. Das wollen wir alles nicht. Wir wollen, dass das Europa, in Europa, als das funktioniert, wo souveräne Staaten eng, vertrauensvoll, intensiv zusammenarbeiten. Aber nicht, dass einfach über die Staaten weggeführt wird, nicht, dass die Identität verwischt wird. Und dafür sind wir für ein Europa von den Nationen, weil wir meinen, dass das genau der europäischen Geschichte entspricht. Wir brauchen keine Modelle von außen zu importieren. Wir sind Europa, wir haben eine Geschichte, wir sind divers als Europäer, wo ein den anderen komplettiert, wo wir wie eine flotte Mosaik sind, mit großen Stängen, mit kleinen Stängen, wo wenn ich stehen ging fehlen, also Lach am Mosaik, das füllen wir nicht. Wir wollen, dass all die Identitäten repräsentiert gehen. Und dazu, Leifrin, gehört auch, dass wir nicht zu eurem Spruch wollen, wir heischalen. Weil, was tun die anderen mehr? Heinz, du hast sie geschwärt, ja, wir werden Lützburg in Europa promovieren, der Minister Meisch hat das noch für uns 2-3 Jahre gesagt, rauskommen als überhaupt nichts. Wenn wir heute nur freuen, dann ist es, ja, das ist zu teuer. Das ist zu kompliziert, es dauert zu lang. Für uns, also das Lützburger Spruch, ein Preis fährt. Das ist egal, wie lange Prozeduren und Verhandlungen dauern. Wir sehen nicht an, für was Lützburgisch an Europa soll Männer gelten, wie Maltesisch, Irisch oder irgendein anderer Spruch. Wir hätten gerne ein Statut auch für Lützburgisch. Wir wollen auch können am Europaparlament Lützburgisch schwätzen. Wir holen einen Spruch erst, wir schummen uns nicht dafür, wir haben eine Identität, wir halten sie heisch, aber wir wollen sie an Europa abbringen. Da werde ich nicht wundern, dass man an diesen schweren Zeiten werde ich auch vor ein paar Worte müssen sagen, über die größte Krise, die in Europa im Blick ist, und das ist leider Gottes ein Krieg. Wir haben uns auch da ganz klar positioniert von Anfang an, und ich will den Haut annehmen aus einem ganz bestimmten Grund, der noch für den Europawahlkampf ganz wichtig ist. Die Einheitspolitik von den vier Parteien, die hat nämlich einen ganz gefährlichen Deal auch für das Land an sich. Sie wollen die Stimmigkeit an den europäischen Gremien aufschärfen, wenn es um Bausen- und Sicherheitspolitik geht. Bei der Steuerpolitik wollen sie die Stimmigkeit beibehalten. Wir leben davon als Lützburg zu einem großen Teil. Aber sie wollen eben auch an der Bausen- und Sicherheitspolitik, dass man einer Majorität aufgestimmt wird. Für das ging Hesche, könnte ich vielleicht vorstellen, wenn er das Wort dem Herrn Macron noch geläuscht hat. Oder gestern Bilder, wo Macron, Scholz und Tusk, die zusammenkommen und die Eis da gingen so, ob wir mussten an den Krieg gehen oder nicht. Gegen wem wir müssten gehen. Wir hätten mal kein Veto mehr. Und das wollen wir nicht als ADR. Für was sollen wir als anderen unterwerfen, ausgerechnet an dem vielleicht wichtigsten Bereich von der Bausen- und Sicherheitspolitik? Von CSV, von DP, von Gring oder LSAP mengen, sie müssten darüber verzichten. Da riskieren sie sich nicht ähnlich für die Leben, wo junge Lützburger, die dann riskieren für Interessen, die vielleicht nicht hier sind, an den Krieg müssen zu gehen. Wir sagen dazu, nee. Wenn hier an Europa irgendwo in Lützburg angesagt wird, wenn wir die Leute schicken, dann ist es, weil die Lützburger Regierung, das Lützburger Parlament, wir alle gut das wollen, also es nicht. Wir haben Lützburg hat die Europäische Union matt gegründet gehabt, nur ein ganz, ganz schrecklicher Krieg. Und es war richtig, dem uns das gesagt gehen, die Europäische Union als ein Friedensprojekt für unseren Kontinent. Ein Friedensprojekt. Ein Projekt, das soll Schluss machen mit all dem, was war, wo man soll leben, zusammenleben, in den anderen verstehen, Freundschaften schließen, und das hat auch lang funktioniert. Mit das genau den Heritage, den wir wollen feiern. Wir wollen Europa als Friedensprojekt gesehen. Und wir stellen uns auch die Frage, was ist dann Zukunft von Europa, wie es weitergeht. Wie stellen wir uns das Europa vor, wenn der Krieg an der Ukraine mal rüber ist? Wollen wir einen neuen kalten Krieg?
will man neue Trennungen, will man suchen zu Fenster rausgehen für neue Abrüstungsspiralen, die an die Rüstungsindustrie gehen, an andere Kontinente zum Teil. Wollen wir das alles? Oder wollen wir gucken, dass wir etwas Neues an Europa schaffen? Ein neues Vertrauen, eine neue Friedensordnung, wo wir probieren, den ursprünglichen Auftrag von der Europäischen Union führen zu feiern, den wir zusammen, wir hätten einen Kontinent, nicht nur wo Freiheit, nicht nur wo Wohlstand, wir haben ein Kontinent, wo Frieden und Vertrauen können eine Chance holen. Dasselbe gilt, was als vier Konkurrenten, die anderen vier Parteien wollen, ein, auf den Weg auf eine gemeinsame europäische Armee. Das ist der genau derselbe Stalin, wie das, was wir vorhin gesagt haben, ist die Frau, dass wir mal Blick keine gemeinsame europäische Armee haben. Weil ich will man mal nicht vorstellen, was geschieht wäre, wenn wir sie hätten. Wir wollen natürlich ein gut sicherheitspolitisch zusammenarbeiten in Europa, aber wie gesagt, letzte Woche sind nicht Kanonenfutter wie die Ideen oder die Fantasien von anderen. Wir haben auch in Europa viele andere Sachen, die uns extrem um Herz leihen. Und ich ging so in der ADR, mehr wie anderen, war nicht so gut allein der ADR. Fried hat es schon für drinnen annimmt an der Schwätze von der Meinungsfreiheit. Ich schwätze von der Tendenz, wie die immer mehr anzuschränken, die man schon lange haben, die man schon über 10 Jahre mit euch schläfen, wo gesagt wird, mit den besten Intentionen, wir müssen den Hate Speech bekämpfen, auf Fake News, wobei es doch schon darum geht, immer nur die Meinungen anzuschränken, die einem nicht passen, aus dem engen oder anderen Grund. Und wir haben nicht gesagt, immer nicht, wenn jemand ein Argument nicht d'accord ist, wenn jemand ein politischer Aussage nicht d'accord ist, wenn einem sie nicht gefällt, man dann lest ihn das am Dialog, lest ihn das an der Diskussion, an der Kontrovers, ob eine Manie, wo es nicht geht, für die Leute bei der Polizei zu rufen, an einem irgendwelchen Gespräch, wie eine Angst mehr, wo nicht Leute angesperrt werden, weil selbst gesagt wird, vielleicht nicht gut ist, nicht richtig, aber man auch moralisch nicht können mitdrohen. Aber wir sind um weh an einer totalitären Gesellschaft, und wir als ADR stellen uns dezidiert dagegen. Wir akzeptieren nicht, dass wir zensuriert gehen, dass wir gesagt kriegen, was wir sollen denken, was wir sollen sagen. Wir machen das hier im Land und wir werden auch im Europäischen Parlament mit aller Deutlichkeit sagen, mit uns gibt es keine Chatkontrolle, mit uns gibt es keine Kontrollen über digitale Mittel, mit uns sollen Briefgeheimnisse, egal ob schriftlich oder elektronisch, respektiert gehen. Aber bei uns als der Mensch, den hat seine Dignität und zu der Dignität von Mensch gehört auch, dass wir das respektieren, was er sieht und was er denkt. Wir haben immer in den letzten Jahren gesagt, dass wir es genug haben mit dem geringen Diktat. Der Fried hat uns darunter erinnert, wie die Niederlage war. Ich kann nicht halt eigentlich nicht leben. Die muss sich vorstellen, sitzt in der Chambre, aber vis-à-vis von uns sitzen 9 geringe Deputierte. Vis-à-vis von uns. Sie haben uns freundlich gesagt, was sie von uns denken, wie ihr euch könnt vorstellen. Sie haben auch viele Reden als verurteilt. Als lächerlich probiert sie mir, dass sie nie gelungen. Sie haben wirklich nie, also all die, die nie Deputierten, haben uns jahrelang konfrontiert und vor hauptsächlich immer ein Krieg an der Chambre gering gegen die ADR. Haut von den nie Deputierten als Käme an der Chambre. Kein. Kein einziger von denen, das zurückgewählt gehen. Aber mir. Und die Konklusion, die wir daraus erzählen, das wird Kollege, kann deinem Lied tun, die geringe Kollege, aber die Konklusion, die wir daraus erzählen, dass die geringe Politik massiv aufgewählt wird. Leute wollen den Diktat nicht mehr. Leute wollen nicht gesagt kriegen, wie sie sollen hützen, wie weit sie dürfen mit dem Auto fahren, wie ein Auto, das sie dürfen kaufen. Aber wenn du den Auto ausschließt, dann geht doch noch alles rausgelesen aus dem Auto elektronisch, wo ich gefahren ist, oder, nicht, oder wie sie, oder alles, was verhält. Technisch möglich, wir haben es genug damit. Wir wollen den Genre von Diktat nicht, aber wir wollen ihn auch nicht, und das ist ein gutes Beispiel, das vom Verbrennermotor. Für was ist das ein gutes Beispiel? Man will mal jahrelang erzählt kruten, von den Geringen an ihren Satelliten, also CSV, LSAP und DP, und man jahrelang erzählt kriegt, ein Elektromotor wäre doch proper null Emissionen. Nur für die Wahlen, für 2 Wochen, wenn der die Aktualität verfolgt hat,
Dann gehen wir da gewohr in Europa, dass die Kommission ihre Position geändert hat. Neue Etüden, ein paar Wochen führen die Wahlen. Sie kommen erweisen, dass der Elektromotor gar nicht so proper ist, also wenn ihn eigentlich alles mit anrechnet, ja, das dumm gelaufen, dass man proper wie Benzin und Diesel. Da das sie haben gemerkt, dass Leute das nicht wollen. Hallo, muss man aufpassen. Was geschieht an den nächsten Woche? Was geschieht, und das ist eigentlich die große Frage, die wir immer stellen, was geschieht nur den Wahlen? Weil lo am Blick machen sie, geben sie den Eindruck, dass sie vielleicht müssen das neu evaluieren, das Verbot vom Verbrennermotor, das machen sie bis den 9. Juni, aber was den 10. Juni ist, das weiß man nicht. So nicht aber, was den 10. Juni mit der ADR ist, der Verbrennermotor geht nicht verboten. Und wir werden dafür sorgen, dass Leute in Zukunft können frei russische Weise wollen fahren, wie weit, wohin, am Motor. Wir haben in Europa Leute ganz viele Probleme, die direkt mit europäischer Politik zusammenhängen. Direkt. Und die Energiepreise, das ist eben ein Problem. Und Tom hat in der Chambre noch für kurzem darüber geschwärt. Weil wenn wir hier, wenn Leute hier hinkommen und sie so, na, es ist schon Angst für eine Stromrechnung oder das ist ja enorm, was man muss bezahlen für Hützen, für Energie am Allgemeinen, für den Strom, dann hat das eine ganze Reihe Ursachen, die wirklich an der Europapolitik leiden, auch an unserer Aufhängigkeit, dass die deutsche Energiewende durch die kompletten Echeck ist, obwohl die Leute das auch immer gesehen haben, dass natürlich für uns evident, dass man an der Energie, an der Energiepolitik muss in Technologie abbesehen, dass man ohne Ideologie darunter muss rugen, dass man allkehrs muss gucken, dass man genug Energie haben, billige Energie, möglichst proper Energie, und das geht nicht, wenn ihr wofür an irgendeine Möglichkeit ausschließt. Das kann ich nicht machen, zumal es dann nicht, wenn ihr will Europa mehr unabhängig machen. Wir müssen für alle Energiequellen abziehen und dann die besten raussichern. Dabei kommen noch Sanktionen. Und ich will die Hypokrisie von den Sanktionen just aufrufen. Da wird gesagt, sie gehen im Gang. Aber wir selber machen auch alles, wie sie zu umgehen. Ich weiß nicht, ob sie fundiert sind, nicht fundiert. Das ist noch eine andere politische Diskussion. Wir einfach, wir gehen hin und wir kaufen die russischen Produkte in Indien. Ja, die raffinierten Petrolsprodukte kaufen wir in Indien, so, und das ist indisch. Das ist russisch. Wir machen so, als gingen wir indisch kaufen. Wir gehen dann Aserbaidschan Gas kaufen. So, wir kaufen unsere Gaswelle in Aserbaidschan. Das russische Gas, das in Aserbaidschan geliefert wird. Das ist keine Politik, das ist unehrlich. Aber wenn es schon dann hier geht, und dann müssen die Sanktionen, und dann geht es auch noch selber, und das führt auch noch dazu, dass bei uns alles viel mehr teuer geht, dann ist es besser so aufzuschaffen. Nun. Wir haben eine Reihe von wichtigen Sujeten hier angeschwert, Meinungsfreiheit, Sicherheitspolitik, Einstimmigkeit, Verbrennermotor, Energiepolitik. Aber die Aktualität von den letzten Wochen hat uns noch viel mehr gewiesen, was alles an Europa umstritten ist, an Schwätzen von den Bauern. Sie haben ein großes Lärsch gedrohen, weil sie sind DAX die erste Opfer von dem geringen Dirigismus gewirscht. Sie gehen zu Landschaftsgärtner gemäch, an Platz als Entrepreneurin respektiert zu gehen. Sie kriegen gesagt, wie viel Käse nach daheim an ihrem Haft dürfen haben, was noch erlaubt ist, wenn es den CO2-Ausstoß, den auf anderen Plätzen überhaupt keine Rolle spielt. Ich will den noch nicht nennen, aber da wird knüpft, da gefreut keinen um Kohlendioxid. Bei Nord Stream 2 wird keinen um Kohlendioxid gefreut, aber wenn der Bauer will einen Kuh kaufen, dann ist das ein Problem. Bei uns ist das wie bei den anderen Politikbereichen. Ich will das ganz klar sagen. Wir sind dafür Quote von den Bauern. Aber bei uns gilt das auch nach dem 10. Juni. Wir werden dafür sorgen, dass Bauern können ihren Betrieb so feiern, wie sie es für richtig halten. Wir machen keinen Druck, ob sie für Bio oder für den Viehstand zu reduzieren. Wir gucken, dass sie können so schaffen, wie sie es für richtig halten. Ohne Diktat. Und ich meine, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir die Bauern dazu und noch als in anderen Unternehmen hier im Land, dass wir uns für Interessen ansetzen, ökonomische Interessen, die als Unternehmen brauchen. Wenn bei denen
Kollegen, Parlamentarier, die hier im Europaparlament waren, hat ihn das nicht so festgestellt, wenn er hier Aktivitäten guckt, dass sie das gemacht hätten, dass sie sich wirklich angesagt hätten für das, was für uns wichtig ist, eine Ökonomie, die funktioniert. Wir brauchen aber am Europaparlament die Stimme für Luxemburg, die sieht Finanzplatz zum Beispiel, die muss auf verschiedene Bereiche so oder so behandelt gehen und nicht ähnlich, weil es sich für keine Luxemburger da ist, den das sieht, dann ist es doch, dass die Interessengruppe von anderen Ländern dafür sorgen, dass wir ökonomisch Nudel kriegen. Wir dürfen uns da nicht viel machen. Dafür werden wir uns ansetzen für alle Bereiche unserer Ökonomie, Industrie, Artisanat, Finanzplatz, gucken, dass wir eine leistungsfähige Industrie, heute zuletzt schon eine leistungsfähige Entreprisekultur, dass wir gucken, dass sie resilient ist, dass sie kompetitiv bleibt, an Europa und auch außen Europa. Und dazu gehören eine ganze Reihe Sachen, die wir müssen reformieren und aufschaffen. Irgendwann eine ganz teure Sache, dass das etwas, was vielleicht nicht direkt so bewusst ist, wir geben Millionen und Millionen alle Jahre solche Zertifikate an anderen Ländern kaufen, CO2-Zertifikate, wie sie heute auszugeben. Wir geben Millionen am Staatsbudget aus für Warmluft oder mal nicht Warmluft, Zertifikate über Warmluft. Und das muss alles abhören. Wir können nicht hingehen in einer Situation, wo wir Budgetdefizite machen und wo wir da die neue Generation in einem Last abbürden, wie mit ideologischem Blödsinn, wie den Handel mit wärmer Luft, wie wir wollen führen zu feiern. Wir wollen das reformieren. Nur noch. Wir haben noch die Diskussion über das Lieferkettengesetz an den letzten Monaten mich stark gefeiert. Wir haben als ADR immer gesagt, dass wir hätten, dass Menschenrechte respektiert gehen. Und wir haben das Beispiel genannt, dass das von der Kanarische am Kongo, weil mit der Elektromobilität natürlich direkt verbunden ist, weil es gibt am Kongo zwei große Methoden für Kobalt aufzubauen. Das eine sind die chinesischen Konglomerate, da sind viele Leute, die wollen nicht da kaufen, weil das eben Chinesen sind. An der Dadat, dass die ungesichert Kanner erbischt. Wir haben das immer gesagt. Wir haben gesagt, der Litzburger Staat subventioniert durch die Elektromobilität, subventioniert in sich Kanner erbischt, was wir ja nicht wollen. Und dann hast du gesagt, wenn wir Thomas auf einen anderen, naja, ein paar Jahre haben wir neue Batterien, wir haben ein paar Jahre, das ist nicht los, das heißt, du wirst genäht, dass der Litzburger Staat aus sich Kanner erbischt subventioniert. Hallo, am Kader vom Lieferkettengesetz haben wir das auch immer thematisiert. Aber sie wollten nur ein Lieferkettengesetz, ja, wir haben in dem europäischen Niveau, dass das letzt vor dezidiert gehen, dass das ganz gut, und du hast gesagt, gehen, man hat keine Arbeit, die ist nicht mehr möglich. Wenn das so ist, dann haben wir ja auch das Problem mit der Elektromobilität gelöst. Das wir wollen ein Lieferkettengesetz, was natürlich so man mal die Unternehmen mehr unhält, mehr responsabilisiert, allerdings so, dass das kein bürokratischer Mehropfand ist, nicht, dass sie können über Haftungen, unmögliche Haftaussprüche oder so, können nach mehr Gefahr gesagt gehen, alles das wollen wir nicht. Aber es ist für uns wichtig, dass die Lieferkettengesetz kommt, wird Menschenrechte besser respektiert, und das geht eben über eine deontologische Erstellung von den Unternehmen. Und ich muss sagen, auch in unserem Dialog mit der FDL und mit anderen, muss ich sagen, dass wir auch überzeugt sind, dass die Deontologie bei unseren Unternehmen präsent ist. Also nicht Druck mit Zusammenarbeit, wie auch in anderen Bereichen. An der Finanzsituation von der Europäischen Union muss ich auch mal ganz klar sagen, was unsere Position ist. Wir haben eine Europäische Union, die zuhört, gemeinsam Schulden gemacht hat, über 300 Milliarden Euro, wo kein Mensch eigentlich kann richtig so, was die legale Basis ist, weil den Treaty verbietet. Das heißt, wir gehen hin und das wird zu weisen, wie die Politik, wenn sie das will, sich auch über Treaty einfach wegsetzt, dass die gemeinsamen Schulden gegen den Vertrag von der Europäischen Union einfach nicht konform sind. Geht aber gemacht. Hallo ist natürlich die große Frage, die gemeinsame Schulden, wie soll man die dann zurückbezahlen? Was geschieht da mit denen? Über 300 Milliarden Euro, just wie ich so in unser Staatsbudget, da bewegen wir uns in Größenordnung um 20 Milliarden Euro, heißt, ich schwätze mir über 300 Milliarden Euro.
Wie machen wir das dann? Und da gibt es natürlich auch verschiedene Ideen. Und ich kann dich vorstellen, als sozialistische Kollege für und allem, die schon wunderbare Ideen, man muss Schulden, dann machen wir mehr Schulden. Da können wir die dann mit denen zurückbezahlen. Da kommen wir da auch auf europäischem Niveau an den katastrophalen Finanzrhythmus ran, den wir von den Sozialisten gewinnen sind. Dazu mir, nein. Eine andere Möglichkeit, als das Leute zu machen, wir machen neue europäische Steuern. Und da sind wir alle gut natürlich konzerniert, weil bei Steuern, ob das Importsteuern egal wird, als, das ist natürlich etwas, was hier nur jeder von uns bezahlt. Und wir kennen die traditionelle ADR-Position, mit uns geht es keine neue Steuern. Wir sollen gucken, dass wir mit denen so ein eins gehen, immer hundmünder genug. Und die Europäische Union muss auch lernen, mit ihren so ein eins zu gehen. Das ist auch ein wichtiger Punkt an der nächsten Europawahl, weil die wird gesehen, dass bei den anderen Parteien aus verschiedenen Gründen ganz sicher die Forderung kommt, für das Budget zu erheben, und mehr Steuern anzufeiern. Und wir sollen das Budget von der Europäischen Union, die soll bei 1% vom Bruttoinlandsprodukt von der Europäischen Union bleiben, und wir wollen keine neuen Steuern. Nur noch. Vielleicht, weil wir auch in einer Konkurrenzsituation sind mit den anderen, kurz auf Kollegen von anderen Parteien, just ein oder zwei, wo so ein. Und das für mich ist zum Beispiel ganz flott, für zurückzugucken auf den letzten Europawahlkampf, von denen viele Heibannen sich noch erinnern. Und ich denke nur, dass Metz, Tilly Metz von den Geringen, die als kurzführende Wahlen als über einen Militärstützpunkt an der Belgien wird droht geklommen, für sich auf eine Piste zu setzen, wo amerikanische F-16-Flieger könnte fortfliegen. Ein Akt von engagiertem geringen Pazifismus. Heute sind die Geringen am Europaparlament die, die F-16 an die Ukraine schicken, denen nicht weit genug gehen mit den Waffen liefern. Und dann hier im Wahlprogramm von 2019, da stund ein Satz dran, den man an der Chambre zitiert hatte für kurzem, schon noch mitbrüst, Rüstungsexporte in Kriegs- und Krisengebiete müssen gestoppt werden. Denn Herr Bausch, kaum wurde Minister, als ging es so in den Top 10 von den Waffenexporteuren an der Welt gehen, hm, proportional zu unserer Größe todsicher, auch hin als Haut auf der Europa löscht. Weil also so, was die Kredibilität von unseren geringen Kollegen angeht, nicht nur mit ihrer ganzen Diktaturmentalität, mit ihrer Diktatsmentalität, sondern auch was die Kredibilität angeht, mängelig sind sie durchgefallen. Und ich wäre froh, wenn sie die Rechnung an diese Wahlen kriegen, die sie verdient tun. Herr Hansen, da habe ich eigentlich den Curriculum Vitae nicht so richtig verstanden, von den Kollegen von der CSV, wo im Europaparlament, was er auch mit an die nationale Wahl gegangen, dass du nicht demissioniert in Europa kommst, zurück, dass du nicht Minister gehen, aber nur in Europa. Das ist ein Parcours, den ein bisschen schwer nur zu vollziehen. Also, meine Herren, will ich national aktiv sein, will ich in Europapolitik. Wenn ich nicht Minister geht, ist das nicht gut genug, für in der Chambre zu sitzen, wenn Leute in die Hühner gewählt haben. Das kann sich alles freuen. Und auch Lou ist natürlich nicht für Europa Deputierten zu gehen, sondern für Kommissär zu gehen. Auch das ist etwas, was ich so mit der Kredibilität, ist das nicht ganz weit. Aber Fokus und so weiter will ich mal gar nicht schwätzen. Aber das wäre der Wert, aber ich meine, das lässt mal Sinn. Denn sie schwätzen für sich selber. Aber für uns ist ganz klar, wenn man als Konkurrenz auch gesehen, dass der Unterschied zwischen der ADR und anderen Parteien einfach enorm ist. Weil wir eben hingehen an eine andere Politik, die Leute offrieren. Eine Politik, die in ihre solche Rechnung dreht, die auch mehr konform ist zu dem Wert als Gründungspappe von der Europäischen Union in den 50er Jahren sich vorgestellt hat. Für ein Europa vom Frieden zwischen souveränen Nationen, die ökonomisch und in anderen Bereichen eng zusammenarbeiten. Wir sind am Geist von dem, was die Gründungspappe von der Europäischen Union wollten. Wir sind am Geist von dem, was gut ist für Lützeburg, für die Bauern, für die Entreprisen, auch für Jüderie von uns, wenn wir die Freiheit von den Leuten in die erste Platz setzen. Alles das zeichnet uns aus. Alles das macht uns zu dem interessanten, dem interessanten Opfer an diesem Wahlkampf. Und wir haben Werte. Der Fried hat den noch einmal an Erinnerung gerufen. Wir sehen, dass die Werte auch permanent herausgefordert werden. Und ich schwätze nicht nur von Nationen, ich schwätze nicht nur von Tradition, von unserem
christlichen Heritage an unserer Kultur. Wir schwätzen ganz bewusst auch vom Schutz vom Leben. Wir haben in Frankreich gesehen, dass wir da eine Tendenz haben, wie Leute Freiheit für aufzutreiben und Konstitution schreiben, dass das hier national sagt, dass das hier ein Problem ist. Wir sollen das auch an die Charta von den Grundrechten von der Europäischen Union angeschrieben gehen, und das ist unser Problem. Und wir sagen, nein, wir hätten gerne eine Charta von den Grundrechten, die das Leben schützt, und nicht eine Charta von den Grundrechten, die das Leben nicht schützt. Mit uns geht es das nicht. Wir wollen noch keine Korruption in Europa. Wir hätten gerne Transparenz. Weil, was muss ich dann eigentlich denken, wenn ich gesagt habe, dass CSV Madame von der Leyen als Spitzenkandidatin in Europa unterstützt? Madame von der Leyen als die Person, die große Qualitäten hat, sie kann besser mit dem Handy umgehen wie ich, weil sie kriegt all ihre SMS gelöscht. Ohne Problem. Ob das als Deutschminister ist, ob das als europäische Kommissär ist, am Kader von Covid, wo wir uns heute konfrontiert gesehen, dass Madame Präsidentin von der Europäischen Kommission den Objekt von einer Enquete vom Europäischen Parquet ist, wo Korruptionsverdacht steht, der Europäische Rechnungshof hat gefroht, für die Dokumente zu kriegen, nicht sie nicht kriegt, und das ist Spitzenkandidatin von der CSV. Ich muss euch sagen, wir als ADR gingen kein Spitzenkandidat von europäischen Konservativen unterstützen, den in der Korruptionsverdacht steht. Wir machen das nicht. Natürlich gilt Unschuldsvermutung, aber ich meine, das ist auch ein politisches Signal, wenn ich das will machen. Wir wollen noch einen Kommissionspräsident, den sich die europäische Treaty enthält und nicht über seine Kompetenz herausgeht. Wenn man dann von der Leyen Spitzenkandidatin von der CSV ob einmal als europäisch Königin an Israel auftritt oder auf anderen Gebieten ohne dafür ein Mandat zu haben, da kann man sich ja auch freuen, also nicht in der Zeit für die Europäische Kommission mal an Erinnerung zu rufen, was hier Kompetenzen sind, aber was Kompetenzen von den Mitgliedstaaten sind. Mit CSV will ja ein föderales Europa dafür. Kann ihn das nicht wundern, dass eine Form von Kapitulation gegenüber der Macht ausspricht von einer Europäischen Kommission, und auch das geht es bei uns nicht. Ich will dich nur sagen, als ein Nationalkomitee hat für den 9. Juni eine Liste von Kandidaten aufgestellt, die am Menge nennen ganz gut Liste, dass sie kommen, Leute kommen aus allen Regionen vom Land, was positiv ist. Sie bringen das nötige Wissen, viel menschliche Maturität und genug politische Erfahrung mit, für ein kredibel Licht zu holen, kein von Scheinkandidaten, mit ein Licht von wählbarer Kompetenz. Und dafür will ich meinen Kollegen auf der Licht auch bitten, rumzukommen, dass wir können zusammen, ich merke so wie die Unterstützung, die wir von euch kriegen, an euch zusammen noch zu versprechen, dass wir uns die nächste Zeit ganz stark werden ansetzen, dass der das kriegt, was sie will, das Mandat am Europaparlament. Sylvie, Niki, Alex, Alexi, Jeff.